Es ist weich, es ist gummig. Ich bin nicht ganz sicher. Da ist das echt zum irgendeine Flasche, etwas an einer Flasche, an einem Flaschenhals anmachen? Für Stress abbauen oder sonst etwas? Mir kommt kein Love-Toy in den Sinn. Das könnte auch ein Sextoy sein. Penisring. Für ein Sextoy ist es ein bisschen zu klein dimensioniert. Ja, klar, ich kann jetzt nicht sagen Penisring, oder? Das dürfen wir nicht. Vielleicht ist es auch einfach ein Ring, ein Fingerring. Wenn du dich verlobst, dann musst du einen Ring kaufen, oder? Und jetzt weißt du aber nicht, was sie für eine Größe hat. Und dann kannst du wie das Teil nehmen und sagen, schau, Schatz, das ist eine kleine Überraschung für dich. Willst du mich heiraten? Dann heiratest du ja schneller, oder? Dann sagt sie auch immer so, ja, okay, komm, wir machen die Hochzeit, gerade in zwei Wochen muss ich das Scheißteil nicht die ganze Zeit tragen. Ich nehme es mal an, es ist nicht für die Finger. Oder es könnte ein Ding sein, so wie ein Fidget Spinner. So ein Teil, das du um den Finger tust und so damit kannst spielen. Ah, so ein Ding. Fidget Spinner. Langsam bin ich da mit meinem Latein am Ende. Weißt du, wer da ausgesucht, Raffi? Etwas reinigen so. Könnte es irgendwie so über ein Rohr rein tun. So etwas. Das ist so ein Scheissdreck, den kein Mensch braucht. So zum etwas abtrocknen oder irgendwie etwas, das nass ist, so trocken schieben. Eine spezielle Form von Zahnspangen für Leute mit einem ganz kleinen Kiefer könnte es vielleicht noch sein. Ja, ein Flugobjekt. So ein bisschen. Nein, das funktioniert auch nicht. Ist das irgendetwas zum Reinigen oder so? Ist das für die Nase? Tut das die Nase schmaler machen? Ah, kann man es brauchen zum Beispiel zum. Wenn man den Kochlöffel. Nein, das macht keinen Sinn. In die Pfanne will ich stellen und dann über den. Über den Stiel tut, dass es nicht reingeht. Ich war nahe. Genau. Es ist, dass wenn der Besen irgendwo einen Tisch anlegt, dass er nicht umkippt. Oder an die Wand anstellen. So ein Seich. Das ist der Quirky Broomstopper. Also kannst du das eigentlich gerade. Ja. Ja, genau. Ja, es ist ein bisschen blöder Besen, aber so. Und da gibt es Leute, die das brauchen? Ja. Die haben nicht mal einen Besen daheim. Das hat Nati auch gesagt. Dinge, die Welt nicht braucht. Das passiert mir wirklich noch öfters. Erst mal auf den Kopf geflogen, als ich dann gleichzeitig so am nass aufziehen war und dann hat es gemacht. Nicht nur, dass wir den Scheiß im Shop haben, sondern dass das überhaupt jemand erfunden hat und dass das überhaupt jemand kauft.